Die Systemmedien und die Systemparteien. Er bricht Tabus. Wir brauchen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, des Sozialstaats und der kulturellen Identität auch Remigration. So präsentiert sich Herbert Kickl, Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ, Spitzenkandidat für die Parlamentswahlen Ende September. Der Mann, der Kanzler fürs ganze Volk werden will, aber nicht das ganze Volk meint. Seine Anhänger zu finden, ist schwer. Niemand will mit dem ZDF reden. Erst nach wochenlanger Recherche finden wir in Salzburg Eva Leimgruber. Die 75-jährige Rentnerin ist seit 50 Jahren eine treue FPÖ-Wählerin und Kickl-Fan. Er ist für mich einer, der sehr ehrlich rüberkommt, der heimatliebend ist, der bodenständig ist. Und das glaube ich ihm auch hundertprozentig. Heimat ist Leimgruber wichtig. Menschen von hier, Produkte von hier. Dass Gemüse im Supermarkt etwa aus Holland kommt, versteht sie nicht. Auch nicht, warum man der Ukraine so viel Geld gibt. Klimawandel, Migration, es sind so viele Fragen, mit denen sie sich alleingelassen fühlt. Die Regierung nimmt uns nicht mehr mit, die regiert eigentlich an den Bürgern vorbei. Kickl nutzt das aus, inszeniert sich als Mann der kleinen Leute. Für kurze, geplante Bilder. Ansonsten sagen Beobachter, sei Kickl Einzelgänger. Menschenscheu, kontrollversessen, keiner von ihnen. Steyr in Oberösterreich. Mehr heile Welt geht gar nicht. Doch es brodelt vor der Bühne der FPÖ. Wahlkampfauftritt vor 2,5 Wochen. Viele, auch Jüngere, sind gekommen mit ihren Sorgen. Aggressiv auftretende Ausländer, sagen sie, und vor allem die Preise. Es gibt einfach Sachen, die man sich absolut nicht mehr leisten kann. Man muss wirklich schauen, was man kauft, wirklich öfter auf billige Produkte zurückgreifen. Ideen oder Auswege bietet Kickl kaum. Er verstärkt Sorgen und er schafft Feindbilder. Die kritische Presse, vor allem die anderen Parteien. Die glauben, wenn sie nicht mehr sind, dann bricht das ganze Land zusammen. Wo sie in diesen 20 Jahren das Land in Wahrheit herunterruiniert, an die Wand gefahren haben, die Bevölkerung ausgetauscht haben. Kickl ist politischer Aschermittwoch in Dauerschleife. Vieles soll nur Spaß sein, nicht ernst gemeint. Für seine Kritiker ist Kickls Sprache in Teilen rechtsextrem. Kontrolle muss er kaum fürchten. Der Verfassungsschutz beobachtet in Österreich Parteien grundsätzlich nicht.